Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur zweiten Episode der vierten Staffel dieses Empyrion Let's Plays. Ja, wie versprochen in der letzten Episode, ich habe hier ein bisschen in der Kupfermine rumgekratzt, habe mir die Taschen so ein bisschen vollgestopft, 100 Stück so ungefähr reichen und mache mich mal auf den Weg nach Hause. Und auch übrigens eine andere Sache, die mir jemand im Kommentarbereich verraten hat, was ich vorher auch nicht wusste. Also ich stecke mal die Taschenlampe weg. Wusstet ihr, dass hier unser Anzug, den wir tragen, dass der auch eine Lampe hat? Einfach mal L drücken. Also das ist jetzt hier praktisch ja, unsere Overall-Lampe, die wir irgendwo drin haben. Mal sehen, können wir die von außen sehen? Nee. Merkwürdig. Ja, wie gesagt, also das hier ist die Taschenlampe. Die kommt noch dazu. Und wenn wir einfach L drücken, haben wir so ein Licht an unserem, ja, Anzug, unserer Rüstung oder was das ist. Wusste ich nicht. Auch keine Ahnung, ob das jetzt durch irgendeinen Patch dazu gekommen ist. Finde ich cool, dass man immer wieder so ein bisschen was dazu lernt. Ja. Nochmals vielen Dank für diesen Tipp. Das sind doch schnelle Schritte. Hat das auch hier diese Tap, 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 Tap? Neue Fasern, bin ich an denen vorhin vorbeirand? Na, auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass wir hier zwei oder drei Fasern schon mal in der Nähe haben. Und die brauche ich nachher, wenn ich Pflanzenbeete anbaue für einen eigenen Garten. Da sind die recht wichtig. Dass man ein bisschen was von oben sieht. Okay, und wir haben auch irgendeine Fresspflanze haben wir gefunden auf einmal. Wir sollen irgendeinen Gegenstand verbrauchen. Machen wir das. Hauen wir uns gleich mal den Wanst voll hier mit Beeren. Hoffen, dass wir uns dabei nicht antun, weil kann sich ja gleich mal eine Magenverstimmung holen. Na, reicht mir erstmal. So, dann schmeißen wir Kupfer rein. Das Zeug, das können wir später essen. Fasern, Eggplant. Tja, dann sollen wir irgendwas erschießen und dann auch ausnehmen. Halte ich erstmal für nicht so wichtig. Motorrad. Denn ich würde gerne anfangen, hier so ein bisschen an der Basis rumzubauen. Oh, wir haben erst 39 Schotter, das ist ja nicht viel. Was schleicht hier rum? Ach, unsere Schabe. Okay, dann machen wir doch einfach mal einen Basisstarterkern. Und diesmal gucken wir mal, dass er auch hier drüben ankommt. Denn in der letzten Staffel ist das nicht geschehen. Da hatte ich den Constructor wahrscheinlich abgelenkt, hier mit Zement erstellen. Der Starter kam dadurch nicht an. Ah, hat funktioniert sehr gut. Diesmal kein Zaubertrick. Ja, dann machen wir hier Steinsmehl. 5 Schotter. Naja, gut, dann brauchen wir keine 49 machen. Wisst ihr, wenn man Shift gedrückt haltet und hier was anklickt, dann macht man immer gleich 10 Stück. So, und dann kannst du daraus ein bisschen Zement machen. Heute die Ressourcen, die Hauptressourcen gerne oben. Alles was so Blume, Organisches machen wir mal nach unten irgendwie. Corndogs, die wollen wir essen. Du kommst noch runter. Dich können wir erstmal hier lassen. So, ungefähre Ordnung. Ja, Basegebaut fertig. Na, er ist ja auch gelandet und ist auch gleich an irgendeiner Station gelandet, die er übernehmen konnte. Also eine leere Station. Und dann gleich auf Teamspeak gesagt, oh, ich habe ja schon alles. Hier Multifunktionswerkzeug, einen fetten Bohrer und sowas. Kleines Glückskind. Ja, oder Cheater. Ist halt, er hat Admin-Powers. Das heißt, er kann sich auch alles hier anzeigen. Könnte ich auch machen, dass ich mir hier Sachen spawne, aber ich will ja ein Spiel haben. Und ich unterstelle jetzt hiermit nicht dem Dave, dass er sowas tut. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Also das wäre das Letzte, was ich machen würde. So, Base Starter. Bitte mal her. Zack, zack, zack. Ihr könnt dann auch rüber. Und machst die ersten Betonblöcke. Viel zu viel. Dann können wir noch ein Steinsmehl verarbeiten. Und Zement währenddessen. Aber hier 20 Klamotten hätte ich schon gerne.
sagen wir mit 8 können wir schon mal den Kern einschalen, sozusagen. Gut, dann machen wir das. Jetzt erstmal die 11 Generatoren und die 10 überflüssig zerlegen. Ja, in seiner neuen Station. Und ja, alles wichtige Ressourcen jetzt am Anfang. So, wir möchten in diese Richtung gucken. Finde ich. Aber wie gesagt, buddeln wir hier ein Loch. Und versenken dann da den Kern drinnen. Oh, Drohne. Aus Richtung Promethium. Ich renn mal weg, damit die mir nicht wieder die ganze Gegend zerstört. Ha, Treffer, mit Sicherheit. Mal ein bisschen anlocken, weil ich würde gerne unter die Drohne kommen. Denn wenn man unter der Drohne steht, kann sie einen nicht angreifen. Was dazu muss ich erstmal über Land kommen. Die trudelt noch so ein bisschen über dem Wasser rum. Oh, hier ist ja auch die Barriere. Das machen wir nicht auf jeden Fall. Auf der anderen Seite dieser Barriere fängt die Map neu an. Kann jetzt nicht lesen. Geht nicht. Nein, außer Atem. Ganz ungünstig gerade. Level 4, Wasser. Und das auch noch, eine Spinne, na super. Drohne, kannst du mal die Spinne erschießen? Na, was jetzt zuerst hier? Okay, das war fast. Ab ins Wasser. Wir nehmen eine Warnwurzel. Zweite Drohne. Eieieiei. Was? Wo kommt denn das jetzt her? Helm vergessen. Das ist die Spinne. Wirklich Spinne. Kann die auch bis richtig unten beißen? Noch verzweifelt ein paar Meeresalgen gegriffen. Gut, aber wir konnten schon mal eine Spinne durch Tauchen abhängen irgendwie. Ach, keine Ausdauer. Ohne Ausdauer kann ich die auch nicht abhängen. Oh gut, dann sammle ich halt ein bisschen hier unten rum. Ups. Und die Spinne kann nicht tauchen. Das wäre noch schöner. Obwohl garantiert auch Spinnen gibt, die das können. So, und die beiden Dicken da oben kreisen jetzt natürlich über mir. Was ist mit dem Spinnenfähig? 170, 180 entfernt die sich. Okay, cool. Weiß jetzt auch nicht, welche die angeschossene Drohne ist. Oder wo ist jetzt diese scheiß Spinne? Nicht. Oh, die Drohnen hauen wieder ab. Das ist ja kommod. Ich habe auch schon mal erlebt, dass sie über einem gekreist sind. Und wenn man dann hier noch Luft dabei hat, dann ist das ja so gesehen kein großes Problem. Oh, Spinne da näher. Wo ist das Viech? Weg. Das ist unsere Schabe, oder? Ist das unsere Schabe? Nee. Oh, genau. Und jetzt kommst noch du dazu. Oh no. So ein Billardbiss von einem Raptor. Ist natürlich die Nacht, die ist natürlich wieder ein bisschen gefährlicher. Hm.
Backpack ist da hinten. Wir haben nichts. So, die Tiere sind jetzt natürlich noch in der Nähe des Backpacks, ne? Das ist natürlich auch ein Problem. Also ich muss schnell dran vorbeirennen, die Sachen irgendwie aufheben. Und dann weiterrennen. Ah, das sind aber die friedlichen Viecher, oder? Und schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, guckt euch meine Gesundheit an. Tauchen. So, gleich eine Wurzel. Waffe. Und seht ihr, wie wir jetzt runterfallen? Und wie wir weiter runtertauchen, weil wir einfach was in der Hand haben. Los. Das Viech tauchen mal ein bisschen. Also wenn man schnell schwimmt, ohne was in der Hand zu haben oder so, kann man diese Spinne unter Wasser abhängen. Ansonsten, wenn man sich normal vorwärts bewegt, also ohne Schiff zu drücken, dann bleibt sie über einem. Auch noch. Oh, fuck it. Klick, klick, klick. So, kann Blumentier tauchen, schwimmen, was auch immer. Kein Sauerstoff dabei. Eieieiei. Waffe weg. Kann mich nicht bewegen. Da ist eine Blume im Wasser. Schnell. Da ist er. Oh, come on. Ich wollte eigentlich hier nicht die ganze Episode baden. Oh, nachgeladen ist. Da oben ist mein Constructor. Das ist ein Baum. Dachbaum. Tück, 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 tück. Einfach mal ein bisschen Luft mitnehmen, falls wir noch mehr tauchen müssen. Wo sind jetzt die Viecher geblieben? Und da unten sieht man die blauen Kristalle. Kann das sein, dass das blaue Kristalle sind? Kann schon sein. Gut, dann machen wir einfach hier Dienstnachvorschrift weiter. Kern und so, ne? Das war ja als nächstes angedacht. Dann Kern, mal bitte. So, Blickrichtung. Würde ich sagen, so. Ne, Basis. Im Fallen kreiert. Eine Fallbasis. Ne. Danke, liebes Jetpack, dass du so ein bisschen rumspielst mit mir. So, Betonblöcke. Einmal. Was macht er? Was will er machen? Er möchte nicht das machen, was ich mache. Also er möchte nicht das tun, was ich tun möchte. Zack. Tapst doch schon wieder irgendwas. Kommt her, könnt kriegen. Feiglinge. Beton ist alle, okay. Hatte ich ja noch einen neuen Auftrag gegeben. Ist ja nicht viel, aber immerhin. Blumi! Hau mal ab, du! Ich bin ja fast tot. Schnell weg. Den. Aus. Nein. Ups. Promethium. Nee. Kein Promethium. Ach. Hui. Ach, dann haben wir uns irgendwas abgeholt. Offene Wunde oder irgendwie sowas. Cool. Samen. Das hilft ja sehr. Offene Wunde war.
normale Medipack beispielsweise, ja. Nee. Shift gedrückt halten, dann nimmt man sie aus dem Inventar direkt. Gut, Ausdauer runter. Nahrung brauchen wir auch. Lege ich mir mal hier rein. Kann ich die direkt hier aus der Leiste essen. Und hoffen, dass ich mir nicht den Magen verstimme. Aloe Vera für mich, sehr gut. Und 33 Steinchen. Achso, die Zeug kann man nicht hier lassen. Aber wenn mich jetzt einer umlegt, da habe ich wenigstens Zeuche hier gesaved. Oh, 62 Beton. Ist da schon mal mit. Wird aber nicht reichen für ein Dach über dem Kopf. Sag gleich. Zack. Dann gehen wir auf die Ecke, halten Steuerung gedrückt und haben eine Grundplatte schon mal. So, das muss ich. Den Kern möchte ich mir wieder markieren, damit ich weiß, wo der ist. Da stelle ich diesmal eine Säule rauf. Tja, dann. Machen wir einfach hier irgendwie weiter. Mal wieder irgendeine schöne neue Form überlegen. Weil ich ja die Form von der letzten Bude noch ja nicht richtig ausgelebt habe. So. Könnte man machen. 20 Blöcke haben wir noch. So, reicht mir das oder möchte ich noch mehr in diese Richtung? Ich glaube schon, oder? Und das hier als Wand deklarieren hier die letzte Reihe? So. Schon mal. Bisschen Platz für eine Tür da lassen. Letzten drei Steine. Tick. Und erledigt. Ich glaube, ich muss wieder irgendwo ein bisschen Schotter herzaubern. Ein bisschen Schotter haben wir noch, aber das ist wirklich nur ein bisschen. Das ist eine Prise Schotter. Reicht ja nicht mal für die Steinsmehl. Na gut, dann würde ich sagen, zukünftiger Hangar. Einen richtig schönen Hangar wollte ich mir ja sowieso machen. Also auch schon in der letzten angedachten Staffel, aus der dann noch nicht so richtig geworden ist. Das heißt, ich schürfe mir hier noch ein bisschen was. Ey, sag mal. Soll hier nicht beim Bauen stören. Ja, genau. Und pieks mich mal. Was ist das da unten? Das ist ja ein Baum. Reicht das? Ey, Alter. Trickser, ich Schlitzohr. Klick, klick, klick. Dann können wir in aller Ruhe hier uns mal irgendwas aussuchen, was wir nehmen können. Giftbiss, haben wir irgendwas Giftbiss? Ja, Warenwurzel. Passt ja eh ganz gut. Helm nehme ich dann auch ab in aller Ruhe. Haben wir keinen Druck? Schade, gut. Klick, klick, klick. Level 5. Ich bin kein Admin, kann niemand aufnehmen. Moment, ich bin ja im erbitterten Kampf, Dave. Ich kann gerade nicht. Jetzt könnte ich. Ich habe dich doch zum Admin eigentlich gemacht. Kandidat aufnehmen. Kashi aufnehmen. Und Dave. Bevor ich mal nochmal. Tick, 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 tick. Hast du gesehen, Dave? Du bist über Admin. Achtfacher Admin oder so.
werde ich ihm in der Pause Bescheid sagen. Und diese Pause steht jetzt an. Ich bedanke mich bei euch. Oh, wir räumen erstmal noch die Spinne aus, bevor sie despawnt. Was haben wir denn da Feinheit? Oh, sehr gut. Ein bisschen Fleisch. Allerliebst. Gibt Salami. Mag ich mal veranlassen. Ja, wie gesagt, ich werde in der Pause mit dem Dave reden. Und werde zusehen, dass wir wieder ein bisschen hier Baumaterial an den Start kriegen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, machen wir, wie gesagt, Feierabend. Bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.